Frau Zimmermann und Frau von Sattel, im frühen Jahr war ja die Serie SRF bei den Leuten, unser Dorf, war ja ihr, was das Bit, was ihr mitmacht, quasi auch ein die Heimli und Stars das war. Ihr auch nur gegeben, weißt du, das gegangen? Habt ihr die Aufnahme erlebt? Habt ihr da einfach so frisch von der Leber geredet oder seid ihr da ein bisschen nervös gewesen? Wir haben da nicht einmal die Hand umgekehrt, einfach da so gezählt und gar nicht, wie wir sind. Wir sind nicht nervös gewesen. Nein. Wir haben gar nicht gedacht, dass das so kommt. Wir haben gar nicht gedacht, wie das kommt. Also, wie geht. Und so, wir sind da so drin gekommen, ohne dass wir einfach gewissen, was eigentlich haben wir da... Das heisst, ihr einfach auf der Straße angeredet und gesehen, ja, ob ihr da würdet mitmachen würdet? Genau. Dann sind die, wenn man sagt, die und die haben die Schappa mit zugelassen. Und wir haben dann noch mehr verloren, als sie waren. Und dann haben wir dann natürlich... Da ging er dann so, wie man sagt, von hier, vom Dorf und da gezählt. Einer ist mir aufgefallen, der hat immer geschrieben. Hinten hat er geschrieben. Und dann haben sie gefragt, was wäre für Telefonnummer. Und wir haben das Telefon. Und danach hat sie das auch so ergeben. Wirklich, ohne dass wir... Schon an dem Tag haben wir ans Haus gekommen. Sind schon ins Haus gekommen? Schon an dem Tag. Und dann den ganzen Umbrang mit der Kamera und so, da habt ihr gar nicht den Eindruck gemacht, als ob ihr nervös wäre. Ihr habt das einfach so... Das war aber ein bisschen gleich. Das war also... Ja, gleich gewesen, gell, was wäre. Und du hast einfach immer so zu verschiedenen Themen im Dorf gefragt, oder zu verschiedenen Leuten? Ja, ich habe gefragt, jawohl. Ja, haben sie so die... Wie das sie gewesen? Gleich und Zeit haben wir gelesen, dass wir da Finger hatten. Da. Aber sonst haben wir das sogar immer, ich habe das doch öfter, was er gelesen hat. Nicht gerade alles recht mitmachen. Von der Konzentration her, nicht alles gerade so kommen. Das hat nichts gemacht. Ja. Wir haben Zeit. Ja. Und die Leute sind jetzt rausgeholt und haben nachher hier die ganze Sache aufgebäumt und ihr habt einfach entsprechend ein Messen. Ja, genau. Ja, eines Tages war der ganze Tag hier. Ja. Vormittag bis Mittag und Nachmittag nochmal gekommen. Ja. Und dann haben wir am Abend noch gesagt, wir wollen ins Theater gehen. Und die haben irgendwie nicht gewollt. Ja, so am Abend gehen wir nicht mehr ins Theater. Wir gehen am Sonntag. Ja, und dann haben sie gesagt, die ist in Korea und die ist wieder am Johann. Die haben gesagt, ja, der nur der Geber. Der wäre noch ins Theater gegangen. Der hat einen völlig strengen Tag gehabt. Ja, streng. Ist gegangen? Ja. Ihr habt andere strenge Sachen erlebt, ohne jetzt das. Ohne das. Was sind so die Reaktionen im Dorf, wenn die Leute das gesehen oder wenn ihr selber das gesehen habt? Nichts hätte ich drauf gekommen. Hier so drumherum. Die sind fast gar nicht drauf gekommen, dass wir hier im Dings... Gell, die sind hier nicht... Ja, gesagt hat mir niemand nichts, ich weiß es nicht. Ja, da wäre Herzl geglaubt. Das der schon. Und der oder aber die haben wir gesehen, oder sicher mehrere Male gesehen, dass sie im Bergwürst sind, dann schon im Brüha. Und dann habe ich da gesetzt und da gelesen, die sehe ich die da drauf. Ja. Und dann habe ich einfach gedacht, das ist das Fernsehen. Und dann haben sie gesehen, dass ich schaue. Die haben schon gewinkt und die haben die Höhe gewinkt. Die haben schon bei dem Brüha gekommen. Wer hat denn ihr, wenn ihr im Fernsehen selber gesehen? Das ist nur so gewöhnungsbedürftig. Ja, schon so komisch, wenn man so will. Sind ihr zufrieden gewesen mit ihm selber? Weiß ich nicht. Als schon nicht gehabt. Man hat ja schon etwas besser. Sie hat auch etwas anderes gesehen. Wenn man das so gewusst hätte. Sonst wäre es einfach ein Leber geredet. Aber wir haben im Vorfeld gesehen, es sind schon Leute vorbei aus der Ausserschweiz, die sie sind besuchen. Ja, ein paar Mal. Ein paar Mal noch. Und die sind einfach so vorbeigekommen und haben gesagt, sie gerne mit ihm kurz durchführen. Ja, ich will so ein bisschen einmal hin. Ich bin gerade auf die Läube gegangen und da kommt einfach hier eine oben hin. Und die rief von mir das, was aber hier so pressiert ist gelaufen. Und da sehe ich da drauf zwei Frauen hinkommen. Und dann eine mal die gewinkt und dann auch sofort angefangen zu reden. Und dann eine gesagt, ja, hey, ich kann nicht bringen, ich bin ein Brink gegangen. Ich habe gesagt, wer will, kann man schon früher kommen, im Brach aus Cafeteria. Und dann sind sie mal gekommen und hier so ein bisschen bei anderen gehängert und die sind die wieder gegangen. Und das hat er wohl nicht sonst gemacht? Das... Und einmal, ja, sie sind zweimal dran gekommen, erst, dass er es nicht umheißt, dass sie hier bei mir sind gekommen. Aha, mal von der Weg, nein, von Zürich. Zwei von Zürich und zwei Fabrik. Die sind da bei anderen etwas wie Befreundete gewesen. Und dann kommen schauen, was ihr hier macht. Und ja, ich will mal so schauen. Und in der Zwischenzeit seid ihr selber auf Zürich jetzt gewesen, einmal gerade das Fernsehstudio anschauen. Jawohl, das war ich. Das war wirklich flug. Ja, interessant. Ja, das ist flug. Also, das war ein bisschen flug. Ja. Das kann man fast nicht schildern, wie das da war. Jawohl. Überall haben sie das schon nicht hingelassen.
Aber hin und wieder eine Murze drin, he? Ja, schon bei mir, der wäre schön gegangen. Der hat einen flotten Rundgang gehabt. Ja, wir sind laufen gehen. Das war der Mann, der ganz dick war. Ja, wir waren wohl zufrieden, sehr zufrieden allerdings. Muss schon mietzig am Abend, gell? Dann wäre sie eigentlich teuer um. Sie wäre weg gewesen. Eine weite Reise und nachher eben noch viel umeinander laufen. Ja, ja. Ja. Schon so ja, noch, dass sie jetzt liefen, gell? Den hast du ihn kennen. Hätte ihr nicht gedacht, dass ihre Eltern noch Fernsehstars werden, quasi? Aber die grossen Menschen. Das sind nicht Stars, aber einfach, wenn man sagt, dass wir das keine Ahnung, dass wir das noch erlebt oder so. Das ist etwas für die Ewigkeit, sozusagen, gell? Ja, das war ein Einmalig. Ja. Das hat auch wir nicht gedacht, dass das am Ort von Leuten geschafft wird. Ein Ort hat 1200 und ein Ort 1000. Ja. Und dann sind wir so zwei Grimm und dann hießen sie vorbei gewesen. Und dann ist dann da oben wieder so ein unterirdischer Brückenübergang zum anderen. Weil da nicht, da haben sie nichts gesehen, dass er da kommen. Und der, der das hier irgendwie angeordnet hat, ist ein Matthias, nicht Hüppi, wie hieß er, der Matthias Henne, oder wie? Nein. Ja, Hüppi heisst der Sportreporter, ja, das ist möglich. Ja, den haben wir dann da auch noch gesehen. Den haben wir auch noch gesehen. Aber nicht bei dem Mokarett. Aha. Aber wie heißt er denn? Matthias heißt er denn? Also der Sportreporter heißt Matthias Hüppi? Nein, nicht der. Ah, ist nicht der? Der eine, der war das sonst, hat ja organisiert. Ah, voilà. Da gibt es natürlich vielleicht einen Haufen, die da Matthias heißen. Und die haben auch immer gesehen. Das kommt mir gerade nicht zu, ich bin ja gerade am Studieren. Ja, das ist doch gleich. Spielt keine Rolle. Und der Jonas? Der Jonas Keller, der Keller. Ist ja der schon. Dann hast du ja gewöhnt, der kommt, der Matthias, der sagt, er kommt jetzt nicht mehr. Er ist ja der Chef. Und dann muss er das organisieren und alles wegmachen. Und andere, die sind dann auch so 32 sonst gekommen. Dann hat er doch gleich hinter die Kulissen gesehen. Ja, so also 3, 4 sind dann hier gewesen. Gut. Ja.